willkommen zurück. Jetzt schon zur fünften Aufnahme von Factorio. Wenn ich mich nicht irre, ist das Folge 22. Und was macht man bei Folge 22 so? Genau, man versucht erstmal was Neues. Ja, das ist ja das ganz Logische. Ja, was gibt's denn Neues? Und zwar war es bisher so, also ihr wisst ja wahrscheinlich schon, wenn ihr die vorherigen Folgen gesehen habt, dass wir einen Hund haben. Und normalerweise passt meine Frau in der Zeit, wo ich aufnehme, auf den Hund auf. Aber meine Frau ist heute weg und deswegen muss ich auf den Hund aufpassen, während ich aufnehme. Und ich weiß noch nicht, wie er sich wird benehmen. Mal gucken. Deswegen kann es sein, dass hier spontan dann mal Ende ist, weil ich aufpassen muss, dass der Hund keinen Unsinn macht. Ne? Der ist noch relativ jung, 10 Monate. Und da muss man immer noch ein Auge drauf haben. So, aber was machen wir hier eigentlich? Wir schalten erstmal die erweiterte Ansicht wieder ein, weil wir nichts mehr sehen. Hier kommen keine Batterien an. Ja, ich gucke erstmal, was hier los ist. Kurz. Ich weiß, dass ich hier was vergessen habe. Ja, hier. Ja, wir wollen nicht ganz so viele. Ach so, deswegen kommen hier keine Batterien mehr an. Ja, hier werden alle weggefressen. Aber die machen alle. Ich denke, da erweitere ich das mal kurz um 2 und dann müsste das wieder gut sein. Haben wir da noch welche von? Angriff, da unten. Ja, wir können dann auch langsam mal Lasertürme aufstellen. Wir haben ja jetzt welche gebaut. Stellen wir auch schon mal ein paar Akkus auf und ein paar Solarpanels. Die bauen wir ja auch schon. Und dann müssten wir auch mal wieder ein paar Aliens über den Haufen rumsen. Vor allen Dingen hier unten, soweit ich gesehen habe. Ja. Die hier sind auf jeden Fall im Weg. Die hier müssen weg. Die sind auch im Bereich und hier oben auch. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Panzer schon schaffen. Da kann sein, dass wir dann doch mit dem Turret-Creep schon anfangen müssen. So, habe ich jetzt schon die Dinger gebaut? Natürlich nicht. Das wäre ja auch schlau gewesen. Ja, ich habe keine Zahnräder mehr, da kann ich gleich mal welche aufsammeln. Die brauchen wir ja doch immer mal wieder. Das ist gut, welche da zu haben. Ja, so. Ja, nehmen wir ein paar Schaltkreise mit. Braucht man auch immer, aber da habe ich auch noch jede Menge einstecken, okay. Ja, da oben sind die 2 Fabriken. Dann machen wir die nämlich hier jetzt noch schnell hin. Ja, die anschließen, ne? Wird jetzt lustig. Da bin ich mir noch nie ganz sicher, wie das wird passieren. Untergrundrohre haben wir ja. So, könnte man tun. Anschließen. Genau, und jetzt brauchen wir ja noch unsere Greifarme, so. Achso, genau. Und das Rezept kopieren, Haruk, und dann geht's weiter. Achso, Output wäre auch nicht schlecht, genau. Ne, sonst haben wir nichts gekonnt, wenn die hier nicht auslagern können. Dann tun wir das hier ändern. Na, ich will die trotzdem, dass es, relativ gleichmäßig auf beiden Seiten verteilt wird. Das könnte man natürlich dann auch anders machen, indem man dann hier unten mit einem Teiler und den wieder zusammenfließt. Das wäre auch einfacher, warum mache ich das nicht? Ja, dann ist es auch egal, welche Maschinen arbeiten. Es ist immer gleichmäßig auf links und rechts verteilt. Im Moment, wenn bloß die ersten beiden arbeiten, ist es trotzdem alles bloß auf einer Seite. Das wollen wir ja nicht. Dead Vision. Bauen wir hier erstmal. Unsinn. Unsinn ist ja auch immer schön. So, genau, da ist es jetzt egal, welche Maschinen arbeiten. Das wird trotzdem gleichmäßig auf links und rechts verteilt. Hoffentlich. Sollte eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Okay. Ja. Okay, in welcher Reihenfolge machen wir jetzt hier was? Bin mir noch nie ganz sicher. Am liebsten würde ich schon mal anfangen mit dem Strom, aber dafür braucht man noch etwas. Es gibt nämlich noch ein Stromnetz. Ah, und wir müssen auf jeden Fall. Oh, 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 oh. Ja, das ist damit klargekommen. Da stelle ich gleich mal ein paar Türmchen hin, ne? Das geht ja so nicht weiter. Die Geschütztürme, die normalen mit Munition, die tue ich mal kurz irgendwie hier reinstopfen, ne?
Weiß noch nicht genau wie. Einfach hier in den Output rein. Geht das? Ja, das geht. Na, die brauche ich jetzt nicht mehr. Das ist Geschichte quasi. Wir brauchen jetzt bloß noch die normalen. Was heißt die normalen? Die Lasertürme brauchen wir. Da haben wir ja hier schon welche hingesetzt. Da nehme ich gleich alle mit. Dann können wir die da ja schon mal hinsetzen. Von oben kommt auch ein Angriff. Ja, da auf der Karte. Ich weiß nicht, ob das dann auf YouTube noch zu sehen ist, weil die Kompression nimmt dann doch ein bisschen was von der Quali mit raus. Aber ich denke mal schon. So, hier war der Angriff. Naja, die haben auch keine Munition mehr hier, also der eine. Und der andere ist fast kaputt. Deswegen. Ich repariere den mal, damit die sich stapeln. Ansonsten stapeln die sich nicht. Und dann basteln wir hier mal solche hin. Die brauchen natürlich Strom. Oh, Lasertürme arbeiten damit Strom. Deswegen müssen wir den hier aber auch noch anschließen. So, machen wir ein Stück Mauer hin. Wir haben noch welche einstecken. So. Einfach nur, damit sie nicht gleich rankommen an die Dinger und sie kaputt fressen. Die haben auch eine größere Reichweite, glaube ich, als die. Oder? Haben die? Muss ich mal nachgucken. Reichweite 24 und die haben. Ja, Reichweite 18. Genau, die können noch weiter schießen. Ja, da können wir gleich gucken. Pium, 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 pium. Und kaputt. Wunderbar. Dafür bräuchte man eigentlich Akkumulatoren, weil die. Ich glaube, das können wir hier im Stromnetz mal kurz gucken. Wenn die nämlich schießen, wo sind sie denn? Ich muss mal hier langsamer machen. Hier, genau. Das hier sind die Lasertürme. Naja, normalerweise, wenn die nichts machen, verbrauchen die ein bisschen Strom, nicht viel. Aber wenn die dann mal schießen, dann verbrauchen die Exorbitern viel Strom. Und dafür braucht man dann halt die Akkus, damit die kurzzeitig genug Energie haben, damit die auch volle Kanone schießen können. Wenn die Energie nämlich nicht reicht, dann schießen die deutlich langsamer und werden dann eventuell kaputt gemacht. So, das läuft hier alles. Ach, Kupfer hat er auch gefehlt, ne? Genau. Weiß ich nicht, ob ich da vielleicht doch erstmal am Kupfer ausbaue. Also sprich, dort unten das Kupferfeld einnehme. Nein, in der Zeit forscht der Kugelschaden. Ich hoffe, das läuft. Ich gehe einfach mal davon aus, dass das läuft. Aber jede Menge Zeug einstecken. 25 Erzförderer, ne? Dann könnte ich eigentlich auch. Ja, was wir auch machen könnten, wäre jetzt langsam mal auch Roboter zu bauen. Ne? Ich habe die ja schon vor Urzeiten erforscht. Roboter. Damit der Bahnhof da oben in Multifunktionsbahnhof werden kann. Im Moment ist er ja. Kannst du immer bloß ein einziges Gut drüber laufen lassen. Was ist jetzt kaputt? Ja. Ja, okay, aus der Karte raus. Dankeschön. Ja, weg da. Haben die schon was kaputt gefressen? Nee. Die hängen hier bloß doof rum. Okay. Ja, ist aber auch nicht so schön. Dann machen wir hier auch gleich mal ein paar hin. Oder ich gehe doch mal kurz Panzer fahren. Ich gehe mal ganz kurz Panzer fahren. Wir gucken mal, ob wir schon ein paar. Ah, da unten ist wieder Stimmung. Von überall greifen sie an. Das ist ja nicht so schön. Ach genau, wie wechselte man die Waffe im Panzer? Ne, das war ich ne. Das war ich auch ne. X, C, irgendwas. Ah, mit X kann man die Leisten wechseln. Ah, mal welche Taste war denn das? Ich muss mal kurz nachgucken. Kleinen Moment, das ist eine Turbelegung. Ist das, was ist denn das? E, A, Q, Auswahl, Gegenstand, Produktion. Wo ist es denn? Ne, Waffenwechsel oder so, müsste das sein? Ich sehe es nicht. Gegenstand, Filter, schnell, habe, blub. Handwerk, Editor.
Na, wo ist es denn? Ich dachte, das war früher Maku. Werkzeug, Pipeline. Holt automatisch Gegenstände aus dem Inventar, die für den Bau der gerade gewählten Einheit benötigt werden. Aha. Verrückt. Was es nicht gibt. Aber. Nächste Waffe ist Tab. Tab ist es jetzt. Okay. War früher mal was anderes. Ah, wunderbar. Können wir hier durchschalten. Ich habe auch das letzte Mal Mist erzählt. Der Panzer hat inzwischen sogar drei Waffen. Nämlich seitdem es den Flammenwerfer gibt, kann der Panzer auch einen Flammenwerfer haben. Da könnte man auch dann Muni für bauen. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist. Aber das werden wir dann sehen hier. Auf jeden Fall, das ist schon mal effektiv, ne? Das würde ich sagen, war gut. Das können wir so weitermachen. Und der Panzer hat kaum Schaden genommen. Das ist sehr gut. So, ich fahre jetzt mal hier lang. Ich will die ganzen Nester wegmachen, die uns so im Weg rumstehen. Einfach damit wir dann Ruhe haben. Zumindest eine Weile lang will ich Ruhe haben. Ja, mit dem Panzer kann man jetzt auch so ein bisschen hier durch. Genau, ihr seht schon. Durch Zeug durchfahren. Oh, das geht gut. Okay, Problem, ne? Jawohl. Das ist ein großer Wurm. Oh. Das kann man ja jetzt alles mit der Muni machen. Ich brauche hier gar nichts Besseres mehr hier. Guckt euch das an, wie das funktioniert. Wir sind jetzt noch keine großen Beißer dabei. Die gibt es dann später auch noch. Wie viel Muni hier haben wir? Ist noch ein bisschen was da. Sehr gut. Oh, hier. Ach, der Panzer, ja, okay. Der Panzer nimmt Schaden, ja, das habe ich mir schon gedacht, wenn ich hier so durch die Gegend fahre. Aber kaum, ne? Das ist schon echt. Ich hatte das schwerer in Erinnerung. Scheinbar kann man jetzt doch deutlich besser forschen, ne? Also mit normaler Munition war sowas hier eigentlich nicht mehr möglich. Ne, da hat man das gemacht, was ihr gerade seht, ne? Man fährt einfach die ganzen Häuser platt. Das geht auch. Die haben den Panzer wohl stärker gemacht oder die Häuser schwächer. Ich bin mir nicht sicher, was von beiden. Auf jeden Fall ging das früher nicht so einfach. Ja, da musste man ein bisschen mehr machen. Deswegen hatte ich mich auch noch nie herangetraut an die großen Nester hier. Ja, einfach mal durch den Wald durch. Ist jetzt alles kein Problem mehr. Ich muss dem Panzer mal besseren Brennstoff geben. Dann fährt er auch schneller. Also schnell, Maximalgeschwindigkeit ändert sich nie, aber er beschleunigt schneller. Ach hier, das ist ja ein Traum. Kann man jetzt einfach hier rumfahren und den Nester platt machen. Das ist sehr schön. Dann haben wir nämlich auch wieder eine Weile Ruhe dann. Ja, einfach mal den Stein über den Haufen fahren, ist ja auch alles kein Problem. Was jetzt ein Problem ist, ist, dass ich nichts mehr sehe. Aber wir fahren hier einfach mal weiter am Kreis und machen alles kaputt. Das wird schon gut gehen. Da sind auch große Würmer dabei. Habt ihr das gesehen? Der hier, der blaue, das war ein großer Wurm. So, jetzt haben wir doch ein bisschen Schaden gekriegt. Deswegen steige ich mal schnell aus und repariere unseren Panzer. Ja, da braucht man jetzt auch ein paar Repair-Kits. Ich glaube, der hat mehr Leben gekriegt. Ich glaube, der hatte früher bloß 1000 Leben möglich. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. So, da muss ich auch mal gucken. Das Nest hier muss weg. Die hier sind noch außerhalb von unserer Umweltverschmutzung. Deswegen lassen wir das mal. Aber die hier drüben müssen auf jeden Fall fort. Das ist auch nicht so groß, ne? Kein Problem. Einfach weg damit. Ja, sehr schön. Das klappt so gut. Da habe ich keine Worte für, ehrlich. Und ich habe mir Sorgen gemacht. Aber jetzt, Munition müssen wir trotzdem mal aufpassen. Mal gucken. Ist hier im Panzer noch was drin? Ja, okay. Ich glaube, der füllt automatisch nach, wenn er noch was im Kofferraum hat. Aber ich wusste jetzt nicht, ob er noch was im Kofferraum hat. Deswegen musste ich mal ganz kurz gucken. Jedes Mal dann ohne dastehen, dann wird es vielleicht doch noch blöd. Ja, einfach über den Haufen gefahren. Ein Traum.
So, dann können wir hier unten gleich mal weitermachen. Na, wenn wir schon mal da sind. Auch noch mal gucken. Das ist zwar alles nicht mehr im Verschmutzungsbereich, aber ich mach's trotzdem mal weg. Dann haben wir länger Ruhe. Die Nester breiten sich aus. Aber nur in einem gewissen Radius um schon bestehende Nester. Das heißt, wenn man in einem weiteren Bereich die Aliens ausrottet, dann dauert es auch länger, bis sie wiederkommen. Oh, das klappt so gut. Das ist ja Wahnsinn, ey. Naja, und wir forschen gerade Kugelschaden 5. Wenn der fertig ist, dann geht's noch mal besser. Mal gucken, ob das noch schlimmer wird, wenn sich die Aliens weiterentwickeln. Die entwickeln sich ja weiter, ne? Hatte ich ja schon gesagt. Am Anfang hast du nur die Kleinen. Dann kommen die Spucker dazu. Dann kommen die Mittleren. Und dann die Großen. Und am Ende dann die ganz Großen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Macht aber auch nichts. Aber da kommen halt am Ende noch ganz Große. Hier werde ich jetzt die ganze Zeit von dem einen Wurm bespuckt. Das ist nicht ganz so schön. An den komme ich gerade nicht ran. Oder doch? Ah, jetzt ist er hin. Ah, nee, das war ein kleiner. Hier ist der Große. Ich muss vielleicht ein bisschen näher ranzoomen. Wie gesagt, YouTube komprimiert es ja noch ein bisschen. Nee, dass ihr da nichts mehr seht. Das wäre ja sinnlos dann. Dann nehme ich das für euch auf und ihr seht nichts. So, hier. Oh, was war das? Ja, ein Traum. Keine Ahnung, wie viel Muni ich noch habe. Aber weiter jetzt, ne? Immer voll rein hier. Wir können ja jetzt mal hier den Spaß machen und die Dinger über den Haufen fahren. Dann geht es noch ein bisschen schneller und spart Muni. Wie viel habe ich noch? 60. Ach, 70. Nur 70 ist ganz gut. Ja, hier Kugelschaden fertig. Für den nächsten brauchen wir dann Hochtechnologie. Haben wir noch nicht. Also weiter geht's mit Kugelschaden erst einmal nicht. Eventuell können wir noch Geschwindigkeit machen hier. Ja, Kugelfeuerrate. Ne? Nee, dass wir die brauchen. Das schießt schon so schnell und hier, wir fahren einfach alles über den Haufen. Als Traum. Upp. Upp. Es würde besser gehen, wenn ich mehr, wenn ich besseren Brennstoff hätte. Müssen wir dann auch mal gucken, dass da noch genug ist, ne? Wenn der Brennstoff alle ist, bleibe ich einfach mittels im Nest stehen und dann sieht's auch ärmlich aus. Und wir wollen ja nicht ärmlich aussehen. So, ups. Vielleicht ist reingestopft. Hier mal kurz die Munition nachfüllen. Das ist dann auch die letzte. Ja, da oben werden wir gerade wieder angegriffen an unserem Außenposten. Ja, okay. Ist nicht ganz repariert, aber das macht nichts. Ist der hier im Gebiet? Ne, ist er nicht. Sehr gut. Dann können wir den da lassen. Und wir kümmern uns jetzt da oben um die, die noch im Bereich sind. Hier ist jetzt gleich noch ein einzelner kleiner Fleck. Ja, das ist ja nicht so viel hier. Upp, weg. Da ist was Größeres, auch mit ein paar Würmern. Mal gucken, ob wir einfach durchfahren können. Ja, das ist jetzt, ja, das war nicht ganz so schlau, aber es hat geklappt. Ne, wenn du stecken bleibst, hast du ein Problem. Das ist ja ganz klar. Ach, da war noch eins, habe ich gar nicht gesehen. Das war ein Wurm. Ich glaube, jetzt haben wir's. Sehr gut. Wir machen mal kurz hier runter. Einfach wie vor uns erklärt, ne? Damit sie nicht so schnell neue Nester hier in der Nähe bauen. Und wir sehen ja schon, auf der Karte ist ja schon alles aufgedeckt, ne? Das ist hier so ein Italienschuh oder so. Wenn wir den leer räumen, dann ist hier auch schon mal Ruhe. Weil übers Wasser können die Gegner nicht kommen, um hier das neu zu besiedeln. Oh, oh, da unten. Jede Menge Würmer. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Na, das kann sein, dass das nicht wird. Auch mit den verbesserten Zeug jetzt hier. Versuch's natürlich. Ne, ich bin ja verrückt. Aber es geht, so ein bisschen, ne?
Ist nicht ganz verloren. Ja. Da geht natürlich die Muni weg ohne Ende, ne? Ja, einfach über den Haufen. Ja, das hat schon ganz schön Leben am Panzer gekostet. Aber es lohnt sich hoffentlich. Wenn hier jetzt Ruhe ist, dann ist hier jetzt auch erstmal Ruhe. Dann ist ja keiner mehr da, der Ärger machen kann. Ich muss einfach mal Reparaturkits besorgen. Und dann reparieren wir das Ding hier wieder. Ich habe noch Munition in meiner normalen Waffe. Ich glaube, die stopfe ich auch gleich nochmal in den Panzer. Einfach, damit ich hier nochmal ein bisschen Spaß machen kann. Um die hier auszurotten. Damit nicht so schnell neue kommen, ne? Hat man ja schon. Ich sehe hier unten auf der Karte, glaube ich, was Rotes. Ja, das sind zwar bloß Würmer, aber die können wir ja trotzdem wegmachen. So, hier drüben noch solche ganz kleinen, die sind ja kein Problem. Ich glaube, das sind neu gegründete Nester, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn die so klein sind noch. Ich weiß nämlich leider nicht genau, ob die Nester wachsen. Aber dass sie quasi, wenn die neu gegründet werden, ganz klein sind und dann langsam größer werden, solange wie man sie in Ruhe lässt. Aber jetzt haben wir hier alles weg. Das geht schon ab, ne? Da kann man nicht meckern. Und das mit dem normalen Maschinengewehr. Hätte ich nie gedacht. Ich hätte gedacht, ich muss erst die Kanonenmunition für den Panzer bauen. Ehe was losgeht. Aber er kommt gut zurecht. Wie viel Kohle haben wir denn noch? Ja, Kohle geht noch. Kommen wir noch ein Stück weit. Jetzt haben wir, glaube ich, schon eine ganze Folge hier nur Aliens über den Haufen gefahren. Aber das muss halt auch mal sein. Dann haben wir wieder Ruhe. Dann kann ich mich darum kümmern, dass ich mehr Kupfererz rankriege. Oder mache ich erst die Roboter? Ich glaube, ich mache... Ja, ich weiß nicht. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich mache erst die Roboter. Wir haben da fast alles, was wir für die Roboter brauchen, haben wir nämlich schon. Dann können wir die nämlich einfach bauen lassen quasi. Dann können wir nämlich den Bahnhof, so wie er da oben ist, lassen. Und den als Mehrfachbahnhof benutzen, ne? Für mehrere Güter. Die Roboter sortieren das dann quasi für uns. Ja, im Moment macht man halt mehrere Bahnhöfe, damit man keine Sortiergreifarme nutzen muss. Weil man dann natürlich bloß, einen Greifarm kann bloß quasi bloß ein Gut rüber schaffen. Und dann kannst du nicht so viele Greifarme für einen und dasselbe Gut benutzen. Dadurch wird der Durchsatz geringer. Deswegen versuchen wir das mit Robotern. Roboter haben halt den Nachteil, dass sie relativ viel Strom brauchen. Vor allen Dingen, wenn sie weite Strecken fliegen müssen. Die Forschung geht im Moment auch ziemlich langsam, ne? Das liegt wahrscheinlich daran, dass es an Kupfer fehlt. Aber wir haben die Roboter ja schon geforscht, ne? Da müssen wir nichts mehr machen. Die stellen wir die bauen wir einfach bloß die Produktion auf. Und dann kümmert sich das hoffentlich. Nach der Kugelfeuerrate wird das nächste erst schon mal die die letzten Stromnetze sein. Ja, dann kriegt man dann ein Umspannwerk. Und das hat eine ganz große Reichweite. Ich habe keine Munition mehr, sehe ich gerade. Also die lassen wir mal in Ruhe. Hier fahren wir einfach bloß drüber. So, Eva. Upp. Jetzt bleibt man gleich stehen. Ja, genau. Na, da braucht man nicht so viel Muni, wenn wir bloß drüber fahren. Muss mal gucken, ob ich die da oben noch wegmache. Weil Muni ist ja gleich leer. Das ist der Nachteil an der Kugelfeuerrate. Dass du schneller durch die Munition durchbrasselst. Wenn du bloß den Schaden machst, erforscht. Dann reichst du lange mit der Munition und kriegst sie trotzdem schneller tot. Also ist eigentlich Schaden besser als... Ach, ich hab's nicht... Halt an! Uah, Bremskraft. Hier, das muss da rein.
Ja. Nein. Dankeschön. Das war nie so geplant. Kann man sich wahrscheinlich denken. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Muni. Dann machen wir mal das Nest hier platt. Ja. Ganz schön was los hier. Aber der Panzer ist echt stark geworden. Ich habe den echt nie so stark in Erinnerung. Ja. Den haben sie scheinbar ganz schön gebufft. Ne, mit den großen Würmern, wenn du da 2, 3 in so einem Nest drin hattest, die haben den Panzer auch in ein paar Hieben runtergeprügelt. Aber das ist ja jetzt gar nicht mehr. Also fast nicht. Ich weiß nicht, ob die dann jetzt auch noch größere Würmer hinzugefügt haben. Weil es gibt ja dann noch bessere Waffen. Oder ob die Gegner einfach bloß schwächer gemacht haben, damit man sich mehr aufs Bauen konzentrieren kann. Ich glaube, da oben das Nest ist im Weg. Ja. Mal gucken. Ja, das wird erreicht von unserer Umweltverschmutzung. Da müssen wir nochmal hin. Dann haben wir auch schon mal wieder Ruhe. Dann baue ich unsere Roboter. Wir müssen dann ja auch wieder Schmormoni produzieren. Ja. Ich glaube, die Kiste ist ein bisschen voll. Wir hatten da ja eine, wo er von der Militärforschung sich einfach die überschüssigen Munitionspakete runternimmt. Also Magazine. Ja, hier, das geht. Mit Raum. Einfach über den Haufen, jawohl. Weg ist das Nest. Trauma. Okay. Dann nochmal gucken. Ein bisschen Muni ist noch. Das da oben ist auch im Weg. Ja. Die Umweltverschmutzung reicht ganz schön weit. Und machen wir das jetzt hier auch noch weg? Ja, wir haben ja noch. So lange wie wir noch haben, machen wir noch. Upp, einfach über den Haufen. Machen wir jetzt hier kein großes Tada. Kugelfeuerrad ist auch gleich fertig. Das große Nest hier oben lasse ich in Ruhe. Das geht einfach gerade nicht, ne? Das kleine hier mache ich einfach mal weg. Upp, erledigt. Na, da kommen wir ein paar. Die sind unzufrieden damit, dass ich ihren Nachbarn weggemacht habe. Scheinbar mochten die den. Ne? Kann ich nicht verstehen, sowas. Nee, doch, eigentlich komme ich ganz gut mit meinen Nachbarn hier zurecht. So, das ist auch noch weg. Und dann lassen wir es jetzt auch erstmal gut sein. Dann fahren wir erstmal heim. Auch wenn die Nester da oben auch noch in der Umweltverschmutzung stehen. Weil hier kein Wald ist. Wald frisst nämlich Umweltverschmutzung weg. Ich frage mich, ob die Kohle bei euch auch blinkt. Bei mir flackert diese komisch. Da muss ich echt mal im Videos, in den Videos gucken.